Jerusalem am Mittag vor Beginn des Neujahrsfest Rosh Hashanah. Wie leergefegt. Der zweite Lockdown ist in Kraft getreten. Trotz des hohen Feiertags sind Besuche bei Verwandten, die nicht in der Nachbarschaft leben, verboten. Bis zu 6.000 Neuinfektionen werden in Israel zuletzt pro Tag nachgewiesen. Das sind in der Relation zur Bevölkerung von 9 Millionen Menschen fast 30 Mal so viele wie in Deutschland. Und so viele wie kaum in einem anderen Land der Welt. Das Gesundheitssystem habe die rote Fahne gehisst, so der Regierungschef. In den letzten zwei Tagen haben wir einen weiteren alarmierenden Anstieg der Mortalität und die stetige Zunahme der Zahl von schwerkranken Patienten erlebt. Bei dieser Sterblichkeitsrate, so sehen es auch die Experten, haben wir keine andere Wahl, als die Richtlinien zu verschärfen. Viele Menschen werfen Netanjahu vor, er habe Restriktionen zu schnell gelockert und damit die zweite Welle ausgelöst. Die Krise hat der Wirtschaft des Landes bereits schwer zugesetzt. Ich denke, das wird schwierig. Nach dem ersten Lockdown haben die meisten Leute genug und sie sehen es eher als eine politische Maßnahme, als eine des Gesundheitswesens. Und besonders jetzt mit den Feiertagen sieht es so aus, dass sich viele Leute nicht mehr an die Regeln halten wollen. Alle sind wütend und es herrscht ein Gefühl der Verwirrung. Ich halte das für einen Fehler. Der letzte Lockdown war nicht gut vorbereitet, es gab keine Ausstiegsstrategie und jetzt treten wir in einen weiteren Zyklus des Grauens ein. Der neue Lockdown ist erstmal für 3 Wochen angesetzt. Weitere wichtige Feiertage sind davon betroffen. Tausende Polizisten werden eingesetzt, um die Maßnahmen durchzusetzen. Netanjahu kündigte bereits an, notfalls zusätzliche Beschränkungen zu verhängen. Für uns ist Tanja Krämer in Jerusalem. Tanja, wie ist Ihr Eindruck? Halten sich die Menschen in diesen ersten Stunden an die neuen scharfen Regeln? Nun, das ist noch ein wenig schwer zu sagen. Dieser neue Lockdown gilt natürlich jetzt erst, ich höre mich jetzt gerade selbst, deswegen stöpsle ich mich mal aus. Es geht natürlich darum, dass der Lockdown erst um 2 Uhr am Lokalzeit am Nachmittag angefangen hat. Heute ist ein besonderer Tag. Es ist für jüdische Israelis natürlich der Neujahrsabend. Einige Leute haben gesagt, sie wollen das diesmal mit Freunden feiern, auch wenn man das eigentlich nicht darf. Andere sind natürlich auch sehr besorgt darüber, dass man nicht mit Oma und Opa diesen Abend verbringen wird, um sie zu schützen. Die Menschen stehen hier diesem neuen Lockdown mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber. Auf der einen Seite ist sehr viel Ärger und Unverständnis da, dass es diesen neuen landesweite Ausgangssperre gibt. Vor allen Dingen ist man wütend darüber, über die Entscheidungen der Regierung. Das ging immer hin und her, dass man nicht schon viel früher auch eingegriffen hat. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass die Corona-Situation sehr, sehr ernst ist und dass Maßnahmen ergriffen werden mussten. Und deshalb hat man hier natürlich, weiß man auch, dass das sein muss. Es geht nicht anders, sagt ja der Regierungschef. Benjamin Netanjahu hat schon viele für ihn äußerst kritische politische Momente in seiner Karriere überstanden. Könnte nun aber dieser zweite Lockdown gefährlich werden für ihn? Es gibt sehr, sehr viel Unzufriedenheit hier im Land und natürlich gibt es auch viele Demonstrationen, die sich gegen Netanjahu richten, wegen seiner Korruptionsverfahren. Aber vor allen Dingen richten die sich auch gegen die gesamte Regierung. Man ist eben nicht damit einverstanden, wie die Regierung hier mit der Corona-Krise umgeht. Und wenn man sich nochmal Umfragen anschaut, wie es Netanjahu als Likud-Parteichef seiner Parteichef geht, dann geht es ihm dabei gar nicht so schlecht. Nur wahrscheinlich würde bei Neuwahlen eine andere Regierung sich dann zusammensetzen. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie dieser Lockdown, wie diese Ausgangssperre jetzt verlaufen wird, was für eine Strategie die Regierung fahren wird. Wird man es schaffen, diese hohen Infektionszahlen wieder herunterzubringen und was für eine Ausstiegsstrategie hat man? Weil die Leute hier natürlich sagen, es ist zwar gut, wenn wir jetzt wieder einen Lockdown haben auf der einen Seite, aber vielleicht bringt das ja gar nicht viel und in ein paar Wochen stehen wir dann wieder vor der gleichen Situation. Ich danke Ihnen für die Einschätzung direkt aus Jerusalem. Vielen Dank, Tanja Krämer.
Und weil Corona ein weltweit beherrschendes Thema immer noch ist, leider haben wir jetzt die neuesten Entwicklungen im Überblick in unseren Corona-News. Die philippinische Regierung hat den Corona-Notstand bis September 2021 verlängert. Damit solle die Ausbreitung des Virus in dem besonders betroffenen südostasiatischen Land unter Kontrolle gebracht werden, hieß es. Die Regierung von Präsident Rodrigo Duterte hatte im März zunächst einen strikten Lockdown verhängt. Jedoch wurden seit Juni Lockerungen eingeführt, um die schwer angeschlagene Wirtschaft anzukurbeln. Großbritanniens Regierung erwägt einen erneuten landesweiten Lockdown. Auf der Insel steigt nicht nur die Infektionszahl rasant. Laut Gesundheitsminister Hancock verdopple sich alle 8 Tage die Zahl der damit verbundenen Krankenhauseinweisungen. Eine ähnliche Entwicklung gibt es derzeit in Frankreich. Dort wurden zuletzt etwa 13.000 Neuinfektionen gemeldet. Nach den Städten Marseille und Bordeaux haben deshalb auch Nizza und Lyon strengere Regeln verhängt. Als erste deutsche Millionenstadt hat München einen kritischen Grenzwert für Corona-Neuinfektionen durchbrochen. Weil sich innerhalb einer Woche mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner infizierten, werden nun verstärkte Infektionsschutzmaßnahmen diskutiert. So gelte etwa ein zeitlich und örtlich begrenztes Alkoholverbot in der Stadt.